Moin zu neuem zusammen, wieder am Start mit Dark Souls 2, mit Dennis, mit Flo, dem Psychopathen. Ja. Wieso ein Psychopath nur? Weil er mich gerade angeguckt hat. Ich nachher umbringen werde, wenn wir heimfahren. Aber ich schau dich auch nochmal an. Ja, du bist so schön gestört, Junge. Du siehst so süß aus, wenn du schläfst. Ich zeig dir nachher Bilder, keine Sorge. Es fängt schon wieder gut an. Ja, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, ich glaube, das letzte Mal hat Flo ein bisschen hier rumgetryhardet mit den Typen da, und das weißt du noch ganz genau. Ja, hast du nicht Dennis gezockt? Nee, du hast das doch gezockt. Du hast ihn die ganze Zeit gebastelt. Achso, ich war jetzt noch bei dem Boss gerade. Ja, wir hätten es fast geschafft, bis du dann irgendwie das Kanto los. Die drei Seelen da. Boah! Du bist ja langsam hochgeht. Bup, bup, bup. Piep. Piep. Bup. Links runter, da kannst du auf den drauf springen. Ne, nicht da. Das ist doch der Typ. Nein, das ist Winner. Der ist der ist nur einmal da. Wenn du jetzt rechts runter gehst, kannst du auf den großen mit der Sense drauf springen. Ich hab gedacht, der ist jetzt nochmal da. Warum ist er jetzt nicht da? Weil wir den schon getötet haben. Haben wir jetzt das Ding bekommen? Ja, du hast jetzt die Heidelanze. Warum nehmen wir die nicht? Weil die beschissen sind. Nein, die ist eigentlich voll gut, aber die ist nicht für dein Bild geeignet, weil die ist inskalierend. Am besten ist halt eigentlich sehr, ne? Jetzt stoppt er gleich den Hund. Yes. Das sind Hunde, ne? Ah, die kriegst du One-Hit, oder? Ja. Two-Hit. Ja. Mach Schild runternehmen, wenn du auf jeden Fall keine Gefahr hast. Genau. Ja, okay. Ja, mach einfach. Mit dem kannst du ruhig da hinter ihm. Wenn du hinter ihm stehst, kannst du auf jeden Fall 2-3 Free-Hits geben, wenn das eine Animation macht. Du kannst auch einen starken machen, aber. Macht halt mehr Damage, ne? So, ich bin actually, und zwar bin ich, mache ja jetzt meinen New Game Plus Run, ne, mit meinem Hauptjob, weil ich ja die DLCs durchrushen wollte. Estus X. X. Und ich war jetzt noch nicht hier, ich bin erst andersrum gelaufen, ne. Ja. Das heißt, ich habe einen Pursuer gemacht und war dann auf der anderen Seite von Lost Bastille, wo du durch das Vogelnest hinkommst. Ja. Ne? Die hat geblockt, zurückgeblockt. Was hat zurückgeblockt? Du hast einfach nur gegen Stahl gehauen. Du hast einfach gegen Stahl gehauen. Selbst wenn du eine normale Truhe anhaust, bloppt die zurück. So, jetzt haben wir dazu zu kommen, ne? Ist das falsche Scherbe? Da kam ich ja nicht hierher, ne? Weil der Hebel ist ja auf der Seite. Mhm. Da bin ich oben rum, wo man oben hier jetzt über Hütte, wenn du über Hütte guckst, auf den Zinn lang tryharden muss, um an Items zu kommen, ne? Ja. Da gibt's so einen Geheimweg. Bin ich hier lang, Katzenring angezogen, bin hier runtergedroppt, hat noch so 2 HP mit 200.000 Seelen, bin erstmal gestorben. Zweites Mal gemacht, weißt du, alle getötet und dann hier Backtracking-mäßig zum Bonfire gegangen. Ey, das ist so retarded, weil ich wollte nicht zum No Man's Wharf, weil die scheiße ist. Ja. Weil die eigentlich easy ist und du durchrushst, aber. Genau. Das haben wir doch noch gar nicht hochgemacht, oder? Bitte mach einfach einen starken Angriff, dann machst du das Stechen. Boah, wir haben mit der Penisspitze den anderen Hund berührt, ne? Ist doch scheißegal, und? Ich hab's hinbekommen. Jetzt musst du noch die Tür aufbekommen. Und das wird die Scheiße hier mit denen. So, du rennst jetzt. Nein, du gehst jetzt dahin. Ja. Und lässt ihn das runterrollen. Du stellst in die Mitte. Wenn du Glück hast, verkackt die Dings nicht. Oder rollt er die nochmal? Nee, der rollt die nur beim ersten Mal, ne? Ich glaube schon. Wenn er jetzt nicht rollt, renn hoch hinter ihn, dass er die auf jeden Fall nicht anhaut. Wenn er die anhaut, ist zu spät. Und du hast ein Feuerschwert, das heißt, wenn du die anhaust, explodiert sie auch. Renn hoch, wenn er sie trifft, ist explodiert. Hinter ihn, genau. Hinter ihn. Oh mein Gott. Also. Renn hoch, stell mich vor ihn und warte. So, dann war's das erstmal mit dem Schmied und dem Bonfire. Oder wir sterben jetzt mal. Ja, bestimmt, so ist das schon nicht so wegen den Goblins da. Mhm. Ja, sagen, wenn Ritter jetzt zweimal stirbt, machen wir erst den Pause auf mit dem Ring. Ja. Haben die noch nicht gemacht mit Pursu? Nein, wir haben den ausgelassen, weil wir am Anfang so oft direkt sind daher. Ach, stimmt, ja, genau. Naja. Deswegen sind wir ja da lang gegangen. Ach, war doch nicht gesehen. Ich hab eigentlich darauf gewartet, dass Hütte das Fass anhaut. Das explodiert nicht. Doch. Nein, die explodieren nicht. Nur welche, die nicht auf so einem Ding stehen, können explodieren. Explodiert wird. Nee, ich glaube, es explodiert nicht. Doch, das explodiert. Nee. Ich hab's doch schon ausprobiert. Bitte hol mal vor das Fass. Im New Game Plus kasten die Feuerbälle. Machen die auch im Normal. Ja, habe ich doch keinen gesehen im Normal. Wahrscheinlich selten einfach. Hau mal davor das Fass, bitte.
Achso, Feuerschwert, ja. Ja. Deswegen. Wird er heute nicht. Wie, wir haben nur ein Estus, echt? Ja, das schon, ja, zwei. Hat das schon die anderen zwei reingebracht. Ach, ja, so. Wir hatten ja ursprünglich drei. Hier waren wir ja schon, ja? Ja. Ja. Also jetzt rechts hoch. Und da durch, genau. Dann können wir die scheiß gleich Goblins, ey. Ja. Ich verrecken elendlich. Was auch gut ist, du kannst reinrennen, triggerst die, die links kommen, rennst raus und machst erstmal die Tür zu. Dann stehen sie halt alle, wenn sie rauskommen, ordentlich zum Punchen. Und komm nicht so, ja, das hat die nicht getriggert. Du musst, guck nach links, die haben ja Laufzeit, jetzt hat sie getriggert. Bitte panic schon wieder, mach die, am besten mach die Tür von innen zu. So. Ja, und jetzt musst du halt hauen, wenn sie rauskommen. Fokussierst halt instant den ersten an und haust ihn tot, während er die Tür aufmacht. Die kommen da nicht rein. Doch, die kommen raus. Nee, kommen sie nicht. Guck, die müssten rauskommen. Tun sie nicht. Komm mal. Piep. Hallo. Ich kann dir sagen, dass die da nicht rauskommen. Die gehen nicht durch Eisentüren, die gehen nur durch Holz. Deine Mutter aus Holz. Wir sind ja nicht bei Minecraft. Da, der hat es aufgemacht. Bitte mit starker Angriff, das ist ein Stoßmove. Ist er nicht. Was ist denn das für ein verschissenes Schwert? Ein ganz normales gerade Schwert, das hat keinen Stoßmove. Nein, das ist kein ganz normales gerade Schwert. Kein Straight Sword auf jeden Fall. Das hätte es einen Stich müssen. Hau ihn. Weil irgendwie das Schwert schon wieder fast kaputt ist. Naja. Bitte mach die Tür zu. Kannst auch Animationen abbrechen, wenn du rollst, ja. Von Türen aufmachen zum Beispiel. Roll? Er drückt halt einfach nur B. Das geht nur nach innen. Zumindest kriege ich es nur, wenn es aufgeht. Ich glaube, du musst irgendwie in irgendeine Richtung rollen dann dafür. Mach mal unten die Tür auf, wenn du jetzt hier runter gehst, mach die Tür auf, da kannst du dann später mal reinjumpen. Kurze Abkürzung. Noch ein Stück runter. Hier, warte mal, geh nochmal dahin. Ich weiß gerade gar nicht. Nein, na, zum Fenster. Was da draußen für ein Item liegt. Hoch, rechts. Gucken. So. Oben rechts. Nein, unten rechts, glaube ich. Ich bin da unten rechts, sitzt du denn? Das ist unten links. Ich glaube, im New Game liegt hier ein Item. Ich bin mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall liegt da ein Item. Flo, das Ding ist, das ist welches ist denn das? Das ist dieser Punkt, wo du, wenn du hochläufst, ne, wo der das Fass runterrollt. Ja. Und dann rechts geht. Von dort aus sniperst du die normalerweise raus. Ach, wo der Hund steht, ne? Ja, weil die, ah, okay. Weil die machen die Tür nämlich nicht auf. Deswegen kannst du zwei schon dort raus snipern. Stimmt, wir sind ja noch Treppen hochgelaufen. Ja. Ich dachte, wir sind jetzt nämlich noch eins unter dem. Nee. Eine Ebene. Ja, gut. Hier unten kommst du jetzt in Bell Tower hoch. Aha. Vor allem hier unten kommst du jetzt im Weltraum hoch. Da ist nur ein oder so, ein oder zwei. Das ist gar keiner. Oder? Ach nee, stimmt, die standen eigentlich auf der Ebene, aber die sind mitgekommen anscheinend. Genau, die nicht laufen bitte. Nicht laufen. B drücken. Ja, oder so. Da kannst du später reinjumpen, das ist für Speedrunner eine Abkürzung. So. Genau, und hier hinter sind jetzt die Senators. Aber da kommst du nicht von hier hin. Sondern jetzt hier hochkommst. Gehst, kommst du in Bell Tower, wenn ich mich richtig erinnere. Ach nee, jetzt bist du vor den Sanitals. Ja. Genau. Haben wir eigentlich die Tür schon aufgemacht? Trigger's keinen, wenn du rausgehst. Geh ruhig raus. So, links. Hinter dir. Sind jetzt die Viecher. Die Tür ist noch nicht auf. Die kriegen wir also auch nicht auf von der Seite. Doch. Ziehen die hoch? Nee. Du hast Zugseiten auf zwei. Na, nee, hast du nicht. Doch. Hau die doch. Okay, von der Seite getroffen. Es geht bei keiner Tür. Außer bei welchen, die so getriggert werden. Es geht auch jetzt bei der einen nicht, wo wir gerade waren, am Schmied, geht's auch nicht. Wir sind noch heute repariert. Kaputt. Zu spät. Zu spät, ja, jetzt kannst du die eh nicht fighten. Weil dein Schwert kaputt ist. Aber jetzt hast du ja die Abkürzung frei gemacht. Ja. So um dahin zu kommen. Ne, da kommst du nirgendwo rein. Denn in einer Zelle liegt auch noch was drin. Du wirst sie nicht mit der Axt fighten können, ohne Estes. Genau, da kommst du jetzt halt nicht durch. Der macht aber auch das Ding nicht aufziehen, Alter. Du kannst ihn hauen, aber das bringt halt nichts. Die kommen jetzt andersrum und kommen die leider hoch. Natürlich. Ja. Du könntest dir eine Menschlichkeit reinnehmen und dir versuchen, einen starken Mage zu beschwören, weil die sind sehr anfällig gegen Magie. Weil es sind halt fucking Fucks.
zu versuchen, da ist standardweise immer einer. Was sagst du? Das ist standardweise einer. Ja, dieser, aber das Gute an den NPCs ist, die können zwar nicht, aber die haben sehr hohe Leben und Death. Also die tanken halt wirklich eine halbe Stunde die Scheiße, ne? Das ist das Gute. Hütte ist tot. Weil Hütte sich in die Ecke drängen lässt, obwohl er einen ganzen Gang hat. Ich würde die eigentlich herunterschuppen. Hütte, es gibt keinen Trittruf mehr. Schon mal gesagt. So, Hütte. Leben. Eins von zwei. Leben Nummer zwei, ja. Und jetzt reparieren, oder? Ja, du musst jetzt erst nach Majula wenden. Das soll gerne sehen. Kannst du es dir in Reihen haben? Ja, trotzdem würde ich sagen. Ja, reparieren würde ich schon, ja. Ja, dann geht er jetzt zum Bell Tower, ach, zum Heide Tower, zum Flame Tower, farm da 3-4 Riesen ab und dann hast du es auch. Die Waffe braucht höchstens 700. Zwei. Höchstens. Die haben wir doch schon auf plus 8, oder nicht? Nee, die haben ist die auch, noch nicht auf plus 4 oder plus 5. Ja? Ja. Ich dachte, die hat man schon mega hoch gemacht beim Vorsimmer. Nee. Ach so? Was jetzt nun? Ja, geht, brauchst erstmal Seelen, aber ich würde jetzt keine rein um dafür, wenn du dir easy welche farmen kannst. Geh zum Flame Tower. Nee. Bitte nimmt die Route, wo er dann eine Stunde triggern muss. Der Rest ist geklärt. Ja. Ach ja? Mhm. Ja. Ach so, habt ihr Farm Session oder? Ja. Ach so. Cool, oder? True story, bro. Es hat true. Too much swag. Ich überlege gerade noch, ob wir umstellen dann auf ein anderes Bild. Auf ein Dex-Int-Bild. Es gibt eine Menge geile Dex-Waffen, ne? Ja, so für den Anfang geht das ja. Mit dem also das Quality-Bild ist für den Anfang nice. Aber du hast leider mit dem Quality-Bild eigentlich den geringsten Damage-Output von allen Builds. Ja. Du hast halt aber dafür die Sicherheit, weil du halt auch ein bisschen Rüstung tragen kannst und du kannst auch ein Schild tragen und du hast halt diese Standardwaffen und das Scaling ist halt, wenn du auch dann ins Late Game gehst und New Game ist halt scheiße für dieser Raw Damage. Außer du hast sowas wie so einen Riesenzahn, der Leute mit 1,5 One-Hittet, wo du halt nur einen Angriff hast, ne? So ein Lucky Shot. Ja. Entweder du triffst oder du bist halt gefickt. Und ja, aber ich muss sagen, ich komme mit dem Drachenzahn auch ziemlich gut aus. Ja, das ist schon, ja, das geht schon, aber das Ding ist, für PvP ist halt eigentlich scheiße. Nee, das ist sogar gar ich nicht mal den, so schlecht. Ey, okay, den, dann fight mal gegen jemand mit Poison Double Daggers oder Bleeding Claws, der dich die ganze Zeit staggert. Ich dachte, du bist schon weg, oder was? Wahrscheinlich, oder? Wann ist denn jetzt die Axt? Weil das andere immer noch gebrochen ist. Ach ja, sorry, ich war jetzt. Ich würde gerade sagen, ne? Ich dachte zu Heavy One jetzt am Bonfire, aber ich hab's schon noch. Bitte, du kannst vielleicht den gleich mal rollen üben. Stimmt. Anstatt die ganze Zeit zu blocken. Weil da kannst du dir austesten, wann du rollen musst, um kein Damage zu bekommen. Kannst du jetzt schon zurück, oder? Nein, mach die doch noch. 800 reichen nicht. Klar. Du brauchst mindestens 1-2. Nee. 800 reichen nicht. Das ist viel zu wenig. Ich sag dir, du brauchst für das Feuerschild nur 700. Nein. Kommst du da nicht drauf? Du brauchst für die scheiß Dings schon. Du musst. Was machst du denn? Du musst Tour nicht nehmen, wenn du willst, gell? Nein, nicht gedrückt halten, drücken. Achso. Gedrückt halten ist halt Offhand. Ja. Aha! Du nimmst richtig ab, ja, nur weil du schon durchgespielt hast. Zweimal. Ja, siehst du. Ja, alles nach einmal durchspielen, kannst du eh vergessen. Hat da nichts mehr mit Skill zu tun. Also mit. Im Sinne von, ich kenn nichts, ne? Ich geh wieder zurück. Schneller. Geh da einfach hin, da ist doch keiner mehr, wir müssen triggern. So, jetzt roll mal. Du hast eh erstes. Naja, wenn du wegstehst, brauchst du nicht rollen, ja. Mach mal, nimm die doublehändig und roll. Sehr gut. Ach so. Okay. So, warte. Ja. Bitte, nein. Du musst öfter ineinander sein, das war zu früh. Lass ihn Kombo machen, geh weg und hier. Okay, hier. So, jetzt drückst du Y. Genau. Hast du die Bau beidhändig oder hast du einfach Schild weggepackt? Sehr gut. Jetzt rollst du dann.
musst du da herrollen. Ja, da kannst du halt eigentlich gut das Dodgen üben, wenn du mit Rollen halt. Weiß. Ah, okay, das reicht ja. Ja. Ey, mir ist mal aufgefallen, uns jetzt Arbeitskollege, der investiert in Aktien. Ja. Hat gesagt, man würde richtig Geld machen mit Google-Aktien, wenn man es letztes Jahr gekauft hätte. Bei letztes Jahr waren die Google-Aktien 100 Euro, hat eine Aktie gekostet und jetzt sind es auf 400. Ja, ich hätte rückwärts viel Geld verdient, hätte ich vor 2-3 Jahren in Bitcoins investiert. Das stimmt. Die sind um, was weiß ich, 4000% angestiegen. Hätte man mal in Facebook investiert. Naja. Ja. Hast du gesehen, was passiert ist, als Facebook an der Börse ist? Mhm. Aber bei Google, das finde ich schon krass, letzte 100 und jetzt 400. Mhm, wenn die Twitch bekommen hätten, hätten sie noch mehr gehabt. Ey, ein Glück hat, ey, good guy Amazon, ich sag's dir. Ein Glück haben die Twitch gekauft. Das hätte es Google gemacht. Und dann hättest es, dann wärst du zu Ende gewesen. Ja, Google hat's doch auch schon gemacht. Google hat, ich glaube, 900 Millionen angeboten. Und, ja, und Twitch hat eine Milliarde gezahlt. Ja. Amazon. Aber ich sag mal, es. Zum Schmierter da. Sorry. ich find's aber gut. Also scheiße, eigentlich müssten die das verbieten. Ich glaube aber auch nicht. Also irgendwann hätten das auch nicht mehr zugelassen, dass Google alles kauft. Da hätte einfach hier das, wie heißt das? 1160. Ja. Das kostet nur 700. 280 minus Doggy Coins. Fickfehler, ich sag doch in 2. Verarsch mich doch nicht. I'll be around if you make it back. Ich glaube. Ja, wie war das damals? Damals hat, glaube ich, 10 Bitcoins wie eine Pizza gekostet. Normale Pizza. Nicht immer. Also am Anfang von Bitcoins waren das noch Centbeträge. Ja, aber das erste, was mit Bitcoins gekauft wurde, das war eine Pizza. Pizza, ne? Ja. Ja. Und heute ist irgendwie, ich glaube, ein Euro sind 0,0000 noch was Bitcoins. Ja, es ist übel zu. Ich glaube, ein Bitcoin ist schon 1000 oder so. 1600 oder so, ja. Krank, Alter. Mittlerweile. Lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Hätte es sich damals gelohnt. Da unten. Lohnt sich aber jetzt nicht mehr. Nee, jetzt überhaupt nicht mehr. Hättest du damals mal. Hätte man. Ey, ist wirklich so, hätte man. Ja, aber. Ja, du es oder so nicht, hättest du so nicht machen können. Warum nicht? Weil du zu jung bist. Warum bin ich da, brauche ich nicht, ist doch egal. Darfst nicht als Aktien kaufen. Ja, ist keine Aktien. Bitcoin Mining. Ja, aber. Ja, hau ich mir auf den Computer drauf oder hol mir einen Raspberry Pi oder so, lass den meinen. Und tauschst dann um. Oder, ne? Oder gibst meinem Vater das. Weil wenn du fällst, musst du Schild oben lassen, also nicht nehmen. Nicht nehmen. Und im Flug erst schlagen. Also runterspringen? Nein, das Schild kannst du ruhig lassen, sollst nur nicht schilden. Du musst. Ja, genau. Ist tot. Baby! Der Doggy. Der Doggy Coin. Doggy. Der Doggy Coin. Ja. Also, weil jetzt Hütte so schön an der Passage abgefällt haben, machen wir jetzt den Pursuer. Finde ich sehr gut, ja. Ja, mega, können wir auch machen. Können wir machen. Oh. Wir versuchen jetzt halt den Pursuer nur mit Parrying zu machen, ja. Aber ohne Schild in Offhand. Mit Force Parry. Wie? Na, halt normales Parry ohne Schild in der Hand. Den Pursuer. Wie soll ich den ohne Schild parryen? Oh, mach einfach normal. Ja, ohne Schild wegnehmen und parryen. Du kannst ja nicht nur mit Schild parryen, du kannst auch mit Laterne parryen. Da gibt's ja nicht mehr Laterne, aber. Mach einfach normal. Halt dein Maul! Ja, nee. Dennis rafft nicht, was schmähen. Nee. Du nimmst einfach das Schild nicht und parryst mit. Ohne Waffe in der Hand. Wenn die Birne zuschlägt, machst du mit dem Schild so. Du machst mit der Faust so, schlägst ihn mit dem Schwert. Das hat einfach einen Faust kaputt. Warte. So. Ja. Okay. Dass du halt aufs Maul kriegst, wenn du failst. Alles klar. Krieg ich auch so. Den Pursuer kannst du ja eh nicht. Das ist einfach normal. Halt doch dein Maul. Warum hast du jetzt Menschlichkeit reingenommen? Falls ich fail, damit ich wenigstens 2 Hits aushalte. Damit du die Menschlichkeit verlierst, wenn du jetzt stirbst, meinst du? Ach, das ist der Typ, ja? Nein, nicht hier. Den kannst du nur einmal machen. Du musst. Hä, haben wir noch nicht das andere Bonfire? Nein. Sind wir da noch nicht durch? Ach so, ja, dann packt ihr das Schild doch mal wieder rein. Jetzt ist der Turtle Knight noch.